So schnell wie aktuell sind Aktien nach einer Korrektur seit über 50 Jahren nicht mehr gestiegen. Und in diesem Video erkläre ich euch, warum genau das dazu führen könnte, dass sie jetzt noch schneller steigen und welche ohnehin starke Aktie jetzt noch weiter nach oben laufen könnte. Hey, gegrüßt, liebe Börsianer, herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Faszinierend, was gerade im Markt wieder abgeht. Wieder mal muss man sagen, ihr wisst vielleicht, wenn ein Index mindestens 10% verliert vom Hoch, dann ist es offiziell eine Korrektur. Natürlich willkürlich festgelegt, diese 10%, und doch, sie lösen etwas aus bei uns Börsianern, nämlich die Angst vor weiter fallenden Kursen. Jedenfalls ist es oft so. Und jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Der 0,7%ige Anstieg des S&P 500 am Montag hat dafür gesorgt, dass der Index seine Korrektur innerhalb von nur 16 Tagen komplett revidiert hat. Die gesamten mehr als 10% mehr als aufgeholt worden. Und seither geht es weiter nach oben, insbesondere in der Nasdaq und im S&P 500. Und die Statistiker, die haben nachgeschaut, das ist das schnellste Korrekturende seit den 70er Jahren, also seit rund 50 Jahren. Heißt, wir haben eine enorme Aufwärtsdynamik, gerade sogar der DAX kratzt wieder in der 16.000er Marke. Der war ja auch bis auf 14.630 gefallen Ende Oktober, also auch hier Zugewinne von knapp 10% und die Allzeithochs in Greifweite. Dabei ist die Rallye endlich auch wieder etwas breiter angelegt. Das zeigen meine täglichen Screenings. Ihr wisst vielleicht, ich screene mit verschiedenen Tools ja jeden Tag nach Aktien, die relative Stärke zeigen, die dynamisch auf neue Hochs ausbrechen könnten. Und lange war die Lage da eher dünn. Die Marktbreite hat jetzt aber deutlich zugelegt. Es gibt endlich wieder mehr Aktien, die neue 52 Wochen Hochs als 52 Wochen Tiefs machen. Ausbrüche in Serie, auch erfolgreiche Ausbrüche. Und ich zeige euch nachher in diesem Video noch eine Aktie, die richtig abgehen könnte. Und an der Stelle, es gibt ja auch einen Ausbruchsversuch, der nicht funktioniert hat, nämlich bei Nvidia. Da läuft es im Prinzip wie nach dem letzten Quartalsbericht. Starkes Quartal, Ausblick angehoben und die Aktie fällt trotzdem. Nicht so dramatisch, wie es sich anhört vielleicht. Die Aktie war ja dann zwischenzeitlich wieder ins Allzeithoch gelaufen. Aber diese unmittelbare Reaktion auf die Quartalszahlen, die ähnelt der nach den letzten Quartalszahlen. Ich habe es euch hier blau eingekreist. Und meiner Ansicht nach ist es deshalb so, weil der Nvidia-Trade zu crowded ist. Zu viele Anleger setzen bei Nvidia auf weiter steigende Kurse. Zu viele sind schon investiert und deswegen kommt es da immer wieder zu Gewinnmitnahmen. Und am Freitag kam dann zusätzlich noch die Meldung, dass das Unternehmen den Marktstart seines KI-Chips für China verzögert hat, was zumindest dann die Verluste am Freitag erklären kann. Worauf ich hinaus will, die Nasdaq ist trotzdem extrem stabil geblieben. Selbst am Mittwoch, als Nvidia nach den Zahlen nach unten gedreht hat, seht ihr in dieser roten Kerze ganz rechts, hat die Nasdaq zugelegt. Die Nasdaq hat höher geschlossen als am Vortag, obwohl Nvidia gefallen ist und alle auf diese Nvidia-Zahlen gewartet haben. Das ist echte Stärke und ich habe meine eigene Theorie, woher diese Stärke kommt, denn solche extremen Kursbewegungen in kurzer Zeit, die führen zu Dislokationen, die sorgen dafür, dass Marktteilnehmer komplett falsch positioniert sind. Auch viele Profis werden da auf dem falschen Fuß erwischt. Und was noch dazu kommt, der Zeitpunkt ist prekär für diejenigen, die nicht dabei sind, denn die Zeit von Thanksgiving bis Weihnachten ist saisonal oft die Zeit, wo es ohnehin eine Rallye gibt und Fondsmanager, die jetzt zu viel Cash aufgebaut haben, die müssen ganz schnell wieder zurück in den Markt, ansonsten laufen sie Gefahr, den Markt fürs Gesamtjahr dramatisch anders zu performen und bald schließen die Fonds ja ihre Bücher schon. Das heißt, das sorgt für zusätzlichen Kaufdruck. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, die Leerverkäufer, nämlich die bösen Shortseller, die kommen gerade auch massiv unter Druck, speziell an der Nasdaq, da steigen die durchschnittlichen Verluste für die Leerverkäufer immer weiter an, lässt sich an dieser Grafik der Citigroup schön erkennen. Die Shorties liegen im Durchschnitt viel stärker im Minus, als die Bullen im Plus liegen gerade. Und der Hintergrund ist hier, dass nach dieser fulminanten Rallye, die wir ja dieses Jahr ohnehin schon bis zum Oktober gesehen haben, vor der Korrektur, viele dann auf eine Korrektur gesetzt hatten und viele Shorties ohnehin schon im roten Bereich waren. Überhaupt ja, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, die waren für Shortseller alles andere als Smooth Sailing. Diese extreme quantitativ easing Politik der Notenbanken, die hat dafür gesorgt, dass Shortseller noch stärker gegen den Strom der steigenden Märkte schwimmen mussten. Andrew Left, einer der bekannteren Internet-Shortseller, wenn man es so formulieren möchte, der hat sogar angekündigt, er will jetzt gar keine Aktien mehr shorten, er hört auf damit. Also zwar schon wieder leicht untreu geworden diesem Vorsatz, aber er hat damals eben extreme Verluste mit GameStop, mit dem Short auf GameStop eingefahren. Das hat ihm massiv geschadet. Aber es gibt sogar noch ein viel prominenteres Opfer, nämlich Jim Chanos, der legendäre Shortseller, der unter anderem maßgeblich den Enron-Betrug in den USA aufgedeckt hat und viel Geld damit verdient hat. Der muss seinen Hedgefonds jetzt sogar ganz schließen.
Müsste euch geben. In der Spitze hat der Chain aus über 6 Milliarden US-Dollar an Assets under Management. Zuletzt waren es noch 200 Millionen. Und ein Grund für den tiefen Fall: Chainos hatte lange und mit hohem Einsatz auf den Crash der Tesla-Aktie gesetzt und damit eben enorm viel Geld verloren. Jetzt wirft er das Handtuch komplett und er durfte damit sicher nicht der einzige Shorty sein, maximal vielleicht der prominenteste. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen: Okay, mein Mitleid hält sich da in engen Grenzen. Die Shorts sind ja ohnehin nur destruktiv. Sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, da muss man auch differenzierter hinschauen. Die haben durchaus eine marktbereinigende Funktion, die Shortseller, weil sie viel Geld verdienen können, wenn sie richtig liegen, aber noch mehr Geld verlieren können, wenn sie falsch liegen. Deshalb recherchieren die meiner Ansicht nach oft tiefer und detailgetreuer als die Longies und decken so Betrügereien oft viel schneller aus als die oft bürokratischen Wertpapieraufsichtsbehörden. Nur Wirecard mal als Beispiel genannt. Übrigens, im neuen Aktienreport von gestern geht es indirekt auch um dieses Thema. Titel: Die Angst vor einem Crash kostet Anleger mehr Geld als ein Crash selbst. Sehr lehrreicher Artikel, solltet ihr lesen, einfach unten auf den www.aktien-report.de Link klicken. Zurück zum Thema: Diese spezielle Konstellation, die wir jetzt gerade haben, die könnte meiner Ansicht nach dazu führen, dass wir wirklich weiter dynamisch steigende Kurse sehen, eben weil viele Shortseller ihre Shortpositionen jetzt eindecken müssen. Heißt ja, sie kaufen ihre Aktien zurück, und indem sie die Aktien zurückkaufen, die sie vorher geschortet haben, üben sie ja zusätzlich Kaufdruck am Markt aus. Ich frage natürlich, welche Aktien profitieren davon am meisten? Ich sage grundsätzlich, durch diese Window-Dressing-Effekte, die wir jetzt auch sehen, also dass Fondsmanager quasi die Aktien kaufen, die ohnehin schon gestiegen sind, weil das besser aussieht zum Jahresende, wenn sie die im Depot haben. Deswegen glaube ich, dass die Aktien gut laufen, die bisher auch schon gut gelaufen sind. Und eine Aktie, die ich sehr spannend finde momentan, ist Exxon Enterprise. Seht hier im Chart, die ist mehrmals im Bereich $230 jetzt abgeprallt. Und wenn davon Gesamtmarkt etwas Rückenwind kommt, könnte es einen richtig dynamischen Ausbruch geben. Exxon ist da dieser Taser-Hersteller, diese Elektroschockpistole, die von immer mehr Polizisten im Einsatz ist, weltweit, die den Konkurrenten, den Kontrahenten außer Kraft setzt, aber eben nicht tötet. Und das neue Modell, die Taser 10, die ihr hier seht, die verkauft sich extrem gut wieder mal. Und die Story hat aber noch einen anderen Dreh, nämlich der CEO Rick Smith, der hat in der letzten Analystenkonferenz was sehr Spannendes gesagt, nämlich dass Axon jetzt einen neuen funktionierenden Prototypen für einen KI-gestützten Service für Polizisten hat. Den hat man bei einer Polizistenkonferenz der International Association of Chiefs of Police vorgestellt vor wenigen Wochen, und Smith sagt, man hat da die positivsten und stärksten Reaktionen erhalten, die er jemals bei einem Produkt gesehen habe. Man muss also, oder man darf gespannt sein, was da genau dahinter steckt. Die Analysten sind auch begeistert, zum Beispiel Jonathan Ho von William Blair, der sagt, der unerbittliche Fokus des Unternehmens auf Innovation habe es Exxon ermöglicht, Märkte zu disruptieren. Und er glaube, dass Exxon das bei neuen Technologien wie KI, Radiokommunikation, Cloud-Software wiederholen könnte. Und tatsächlich, man macht große Fortschritte bei der Expansion international. 8 bis 10 der Top-Deals im vergangenen Quartal kamen von der US-Bundesbehörde und von internationalen Kunden. Früher hatte man nur regionale US-Strafverfolgungsbehörden als Kunden. Deswegen könnte sich hier ein wirklich deutlich neues oder zusätzliches Wachstumspotenzial für die Zukunft eröffnen. Und die Aktie war eben auch schon in der Vergangenheit eine gigantische Erfolgsgeschichte. Ich kann mich noch erinnern, 2003, 2004 hat die Aktie mit dazu beigetragen, dass die Performance in meinem damaligen Börsendienst Dallas Investor so gut war. Und damals, da hieß die Aktie noch Taser, und es wurde zu dieser Rallye sogar ein Buch veröffentlicht. The Perfect Stock, How a 7000% Move Was Set Up, Started and Finished in an Astonishing 52 Weeks. Und okay, so stark wird die Aktie sicher nicht mehr steigen jetzt, weil sie viel größer ist, aber für einen dynamischen Ausbruch und eine nochmalige Verdopplung könnte es perspektivisch aus meiner Sicht schon reichen. Exxon dominiert den Markt und der wird eben immer noch größer, weil immer mehr Regionen beim Einsatz auf Taser setzen. So viel für heute, wie immer gilt nur meine Meinung. Ich kann falsch liegen, keine Anlageberatung. Viel Erfolg bei euren Trades und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns am kommenden Mittwoch wieder. Mein Name ist Armin Prag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.